Heiko Lietz, wie würden Sie seine Rolle während der Wende beschreiben? Wir haben nicht nur in Güstrow mit Heiko Lietz, sondern an vielen Orten Menschen, die eine unglaubliche Kraft entwickeln konnten zu einer alternativen Lebensform, die völlig sich unabhängig gemacht haben von Anerkennung und Aufstieg. Heiko war früher evangelischer Pastor und für seine politischen Absichten hat ihm das Amt zu viele Hemmnisse auferlegt. Er wollte etwas radikaler protestieren und hat dann seinen Beruf aufgegeben und hat mit einfachen Tätigkeiten versucht zu überleben und hat sich konzentriert auf eine kleine Gruppe von, sagen wir mal, Hardcore-Oppositionellen und in einer unglaublichen Aufopferung Menschen dann auch zu einem klaren Blick verholfen. Das Problem dieses Typus war, dass es äußerst schwierig war, Leute, die sich nicht völlig ausgegliedert hatten aus dem System, noch irgendwie zu gewinnen. Und da hatten es Leute, die einen anderen Weg gewählt haben, und ich zähle mich dazu, also im Amt zu bleiben, auch vielleicht kompromissfähiger zu sein. Wir hatten bessere Zugangsmöglichkeiten zu Bevölkerungsgruppen, die nicht zur Totalopposition gehören wollten, aber innerlich doch eigene Wege gehen wollen. Und das Kostbare dieser Menschen wie Heiko Lietz besteht darin, dass sie der Umwelt immerfort einen Appell vermitteln. Leute, ihr habt eine Wahl. Ihr seid nicht gezwungen, euch so anzupassen und überanzupassen. Und 1989, 90 würde ich gar nicht so sehr als seine größte Zeit empfinden, sondern die Zeit davor. Und er bekam dann Führungsaufgaben, auch als ich in Berlin war, in Mecklenburg für Bündnis 90 und hat die auf seine Weise eben tapfer angenommen. Er hat sich gestellt, hat Ja gesagt zu diesen Aufgaben. Sein politischer Ansatz ist anders als meiner. Er ist weniger auf diese Realo-Schiene geraten als ich. Ich habe das eben beschrieben. Durch das Nachdenken über die Ökonomie bin ich realistischer und auch mit diesem System stärker verbunden. Ich würde sagen, Menschen wie Heiko Lietz, und es gibt gerade im Raum der evangelischen Kirche viele dieser edlen, alternativ denkenden Menschen, denen die Besichtigung dieser Wirklichkeit mehr Kritik abnötigt als mir. Ja, also das, sie sind dann doch unterwegs nach einer neuen Revolution, irgendeine Art von Sozialismus soll es dann sein. Das Schöne an dieser Ansicht ist, dass sie eine Perspektive haben. Das Schwierige, dass sie die nicht genau beschreiben können. Und das, so würde ich, also diese Bevölkerungsgruppe, zu der Heiko gehört, ist eine kleine Gruppe, aber unglaublich wichtig damals, heute, naja.